Merkwürdige Pressemeldungen. Merkel setzt Putin unter Druck. Es dürfte wohl nur sehr wenige Deutsche gegeben haben, die die gestrige Meldung der Medien zum Telefongespräch zwischen Merkel und Putin nicht zur Kenntnis genommen haben. Nun gibt es merkwürdige Meldungen, die den Anschein erwecken, dass Frau Merkel Herrn Putin eine Art Ultimatum gestellt haben könnte. Sowohl der Auftritt von Steffen Seibert, dem Pressesprecher der amtierenden Bundeskanzlerin, noch der Auftritt von Frau Merkel selber gaben Anlass zu spekulieren, dass das Telefongespräch zwischen beiden politischen Führern anders verlaufen ist, als offiziell vermittelt wird. Nun berichtet die russische Nachrichtenagentur Lenta.ru unter Bezugnahme auf Blomberg, welche sich wiederum auf Quellen in den Strukturen der Europäischen Union bezieht, dass Frau Merkel auf einen Rückruf des russischen Präsidenten Putin warte. Sie habe ihm im Verlaufe des Telefongespräches, welches auf ihre Initiative hin erfolgte, gesagt, was sie von Putin erwarte und ihm Zeit gegeben, bis Mitternacht zurückzurufen und Deutschland in Kenntnis zu setzen, was Russland getan hat, um die Migrationskrise zu lösen. Die Quellen informieren, dass Russlands Präsident eine ganz klare Ansage erhalten hat, dass er mit Lukaschenko zu sprechen und anschließend die amtsführende deutsche Bundeskanzlerin bis Mitternacht zurückzurufen habe, um über die Ereignisse zu informieren. Diese Meldung klingt so fantastisch und irreal, dass man kaum an den Wahrheitsgehalt glauben kann. Insbesondere auch deshalb, weil man die Agentur Blomberg durchaus als seriös einstufen kann. Eine morgendliche Presseschau zeigte, dass kein russisches Medium über ein Telefongespräch des russischen Präsidenten mit seinem weißrussischen Amtskollegen berichtet. Auch über ein Telefongespräch mit der amtsführenden deutschen Bundeskanzlerin wird nicht informiert.